So, wir spielen gegen Dortmund. Den Tabellenfünften. Wir sind Tabellendritter. Und ja. Warum gehe ich jetzt in die Trikotauswahl? Das ist eine durchaus berechtigte Frage. Zurück im Estadio del Nuevo Triunfo. Oder auch zurück in Stuttgart. BVB 09 gibt es seit 2 Jahren jetzt wieder. Aber wenigstens ist die Halle wirklich ausverkauft. Das Stadion. Wir spielen hier außen, nicht innen. Wir sind ja outdoor. Ne? Wir sind auf jeden Fall outdoor. Dortmund in den gelben Hemdchen. Unübersehbar wie so kleine Ampelfiguren. Wie ein Weiß natürlich in der Farbe des Friedens. Foul eindeutig. Böses Foul. Am Trikot gezogen, hinter den Füßen gehakt und auch noch in die Seite gekniffen. Ja, und da probiert man es mal mit einem Schuss. Oh, da hält er beiden Feller, der eiserne Torwart, der Dortmunder Verteidigungsphalanx. Bam! Ach. Schade. Das wäre eine gute Aktion gewesen, dass wenn so einer mal reingeht. Ja, ich dachte, er wäre noch ein bisschen weiter draußen gestanden. Und relativ schnell gekriegt haben danach. Aber war dann doch wieder drinnen. Na gut. Vor und Tor. Vor und Tor, ja. Da steht's. Schön in Gelb und Schwarz. Sollen sie doch versuchen. Finde ich ein bisschen unpassend, dass der neben dem eigenen Tor steht. Ja, richtig. Naja, aber... spornt ja eigentlich uns an. Da sie ja meistens auf ihr eigenes Tor zulaufen, könnte es auch einen pädagogischen Effekt haben. Durchlauf. Da, wunderschön, der Pass. Na, ich stehe im Abseits. Also der Pass eh nicht. Ja, na, was macht ihr? Was habt ihr vor, Dortmunder? Der will erst über die Seite probieren. Bleibt auch ungestört. Gut. Den Ball vertändelt. Knapp vor dem Strafraum. Aber immerhin gerettet und weggestoßen. Da muss man dazwischen gehen und sich den Ball holen, wenn man das kann. Wir spielen uns teilweise schon ziemlich aus, muss ich leider zugeben. Ja. Torwart raus und das war ein Torwartfehler. Der hätte die kurze Ecke jetzt zumachen müssen. Wollte er nicht. Tja, schade. Das hat uns gerade auf Platz 5 katapultiert. Richtig. Da müssen wir jetzt noch ein Tor, zwei Tore rausholen. Ja. Ja, Sieg, glaube ich, bleibt. Also den hätte er schon fangen können. Ja, also, er war schon fast dran. Na gut. Sei es drum. Wir haben noch ein bisschen. Genau. Hoffe ich. Wir haben noch ein bisschen. So. Spielen sie uns wieder aus. Und jetzt schön konzentriert den Ball verlieren. Ball verlieren und dann aber einen neuen Angriff inszenieren. Geht leider gar keiner mit. Ach, schade. Sonst gut. Ah. Hat er nett gesehen mit dem über den Ball springen. Aber man müsste ihn halt dann auch annehmen. So, Halbzeitpfiff. Bleibt alles in der zweiten Halbzeit. Dortmund führt, naja, verdient als dahingestellt, aber sie führen 1-0. Das gilt es zu ändern. Das sollten wir eigentlich schaffen. Also ich bin da zuversichtlich, wir haben jetzt auch nochmal komplette Halbzeit. Ich denke auch. Also diesmal ist auch der Alkohol in der Flasche geblieben. Vielleicht bringt es ja was.
Oh, hätten wir doch mal lieber ein Schlückchen zu uns genommen. Oh, hätten wir vielleicht zwei Schlücke zu uns genommen. Da war ein bisschen übermotiviert. Fast bekommen. Linie lang? Nee, gar geht nicht. Nicht über die Linie? Ist nicht. Da war er zu schnell dran. Puh, gerade nochmal vor der Ecke gerettet. Oh ja, da kann man hinlaufen. Kakao schön ausgespielt. Auf noch. Da unten. Und jetzt, der muss sitzen. Oh. Ja, da fasste sich zurecht im Kopf. Der hätte eigentlich drin sein müssen. Ja, der hätte drin sein müssen. Schau mal, wo hat's gefehlt? Ja. Ah ja, gut. Nee, der hätte er machen müssen. Hätte er machen müssen als Profi. Für sein Gehalt. Richtig. Noch 40 Minuten Zeit. Was sage ich? 30 Minuten. So langsam wird's mal wirklich Zeit, dass wir hier ein Ding reinmachen. Schön über. Wenn man den Ball nicht immer gleich wieder verlieren würde. Das bringt gar nichts außer Zeitverlust. Richtig. Rangehen? Hat er das gerade auf Deutsch gesagt? Ich glaube schon. Aber es ist ja auch das deutsche Stadion für alle deutschen Mannschaften. Der hat gerade schießt zurück gesagt. Das ist mir noch nie aufgefallen, dass die in Deutsch miteinander sprechen. Wahrscheinlich tun sie das normal nicht. Wahrscheinlich waren das irgendwelche Fans. Richtig. Ja, jetzt da, da kommen wir jetzt hier. Ja. Jawohl. Soll ich passen? Ja, ich muss. Jetzt mach ihn, mach ihn, mach ihn, mach ihn. Jawohl. Jawohl, sehr schön. Ich glaube, den das Catch. War. Na, ja, so. Jetzt habe ich schon gedacht, gewartet. Das war abseits. Er hat schon gewartet. Er war sich auch unsicher. Kurz Manovic. Der Kommentator hat es jetzt auch mitbekommen. Man hat es im Hintergrund gehört. Goal. Ja, war ordentlich. War es denn eng? Ich glaube eigentlich nicht mit dem Abseits. Ah, ja, doch, 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 das war schon. Torwart etwas demotiviert. Gut von der Entfernung. Er könnte sich verletzen. Ja, er hat sich wahrscheinlich auch gedacht, bevor ich da jetzt hingehe. Dass wir dann beide Ecken schießen können. Ja. Da bleibe ich mal lieber stehen und mach gar nichts. Du musst übrigens drücken. Ach, mein Fehler. Kurz, Manovic. So gut, wir haben noch kurz Zeit für den Siegtreffer. Allerdings ist kurz auch wirklich kurz. Und nicht lang heißt ja auch ganz anders. Wir sollen uns mehr konzentrieren. So, da unten, unten, Kakao läuft. Ist noch nicht im Abseits. Ja, ich ja. Hab nach unten gedrückt. Ja, ja. Wirklich. Sag ich auch immer. Lewandowski wurde eingewechselt. Gut, wir haben immer noch ein bisschen Zeit. Jetzt schon fast weniger als kurz. Ja, richtig. Es ist nur noch kurz vor knapp Zeit. Ganz, ganz doll knapp. Hast du gesehen, wie schnell Kakao da angeflitzt kam? Boah, ich hab den voll weggeblockiert. Ja, und schon wieder. Oh, Tor! Brillant! Sehr schön in der 90. Minute. Der war echt schön. So möchten wir das sehen. Sollte euch passieren. Den versuchen wir gar nicht erst auszusprechen, weil sonst werden uns alle Tor geschossen hat Fans der ganz irgendwie unten liegt und gerade seine Jungfräulichkeit verloren hat. Das war schon ein ziemliches Gedrängel da, aber ja. 2-4 und wir haben uns trotzdem durchgesetzt. Und da brillant durch die Abwehr hindurch. Ja, sehr schön. Ja, das war gut. Dann noch so ein Abschluss. Kann man nichts sagen. Ja, ja doch. Nett. Der war gut. Der war sehr nett. Warum hat der Torwart an der Seite zwei Flaschen liegen? Er ist manchmal durstig und hat ja nichts zu tun eigentlich, das ganze Spiel. Richtig. Außer Fliegen zu fangen. Und getunnelt. Woher eigentlich der Begriff Fliegenfänger? Fliegenfänger, weil der Torwart im Tor steht und mit seinen Händen in der Luft rumfuchtelt, um die Fliegen zu fangen, die um ihn herum schwirren. Aber das machen ja nicht alle. Aber wenn man an dem Ball vorbei den Ball nicht erwischt und nur Luft fängt, dann ist man ein Fliegenfänger. Man könnte auch ein Luftfänger sein. Wir sind Zweiter. Sehr schön. Trotz Luftfänger. Ich denke, wir werden Bayern leider niemals einholen. Ja, es ist jetzt die Frage,
Die haben 5 Punkte Vorsprung. Ja, also wenn wir jetzt jedes Spiel gewinnen. Wir müssen ja auch noch gegen Bayern spielen. Ja, richtig, 2-mal. Das heißt, wir können am Ende der Saison mit 1 Punkt vorne sein. Ich glaube, rein statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass wir jedes Spiel gewinnen. Ja. Aber jetzt Hannover 96 im nächsten Spiel. Sergio Pinto. Hannover 96. Sehen wir uns da. Richtig. Bis dann. Bis dann.